Wisst ihr eigentlich, was das Problem ist, wenn man sich zu Hause ein gescheites Brathähnchen machen will? Die sauen den Ofen sowas von voll. Und das zweite Problem ist, die Gewürzmischung. Die ist nämlich das Nonplusultra von dem Ganzen. Und darum geht es heute mal in diesem Video. Also, anschnallen, los geht's. Ja, die Probleme mit Brathähnchen, die kennt wahrscheinlich jeder von euch zu Hause. Und ich esse das Ei auch super gerne und auch häufiger mal. Aber das Problem ist immer der Backofen. Der Backofen saut sowas von zu. Und dazu kommt noch, dass die meisten von euch werden auch keinen Backofen mit einer tollen Rotisserie haben, wie sich das so schön schimpft, dass man so ein Brathähnchen oder Broiler oder wie auch immer man die Dinger nennt, zu Hause richtig schön knusprig bekommt. Das heißt, letztendlich muss man ein Brathähnchen auf das Backblech legen, muss es teilweise auch mal wenden, damit es auch von beiden Seiten gar wird. Und dann kann es nicht knusprig werden, weil man ja auch irgendwo Öl und Gewürze drauf machen muss. Und das ist das Problem. Und deswegen gehen die meisten halt eben zum Hähnchenwagen oder gibt es wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es das irgendwie bundesweit gibt. Also ich kenne das von vielen Stellen her, dass es so diese Brathähnchenwagen gibt. So, jetzt gibt es halt eben eine Möglichkeit, wie man leckeres Brathähnchen auch zu Hause machen kann, ohne dass man den Backofen versaut und auch ohne, dass man diesen Kollegen hier versaut. So, dieser Kollege hier, das ist eigentlich eine Rotisserie, Döner, wie soll man das Ding sonst noch nennen? Also einfach ein rotierender Grill ist das Ganze. Der Aufbau ist super duper easy von dem Ganzen. Und zwar macht er einfach eine Hitze, hat hier eine Scheibe und hat dazwischen halt eben so zwei Scheibchen, wo man das Ganze einspannen kann. Also sprich, man kann hier jetzt Döner drin machen, man kann da Hähnchen mit drin machen, man kann da Gyros drin machen und das ist ein Riesenvorteil. Und Abteilung sauber machen, da werden die meisten schon mega drauf gespannt sein. Dieser Grill ist jetzt schon ein paar Mal gebraucht und wenn ihr jetzt genauer hinschaut, dann seht ihr da irgendwie kaum Dreck drin, denn das Einzige, was sich so ein bisschen verfärbt hier farbtechnisch, das ist hier dieser Johnny hier, der verfärbt sich so ein bisschen, das ist aber nicht schlimm, das ist halt eben irgendwie so ein billiges Blech, sag ich mal jetzt. Hier unten, das kann man auch in die Spülmaschine tun, also das ganze Ding kann man ja so rausnehmen und in die Spülmaschine packen. Und letztendlich wird das ganze Ding auch nicht wirklich großartig dreckig, denn höchstens die Scheibe kriegt von innen drin mal so ein paar Fettspritzer ab, aber das war's dann schon. Das heißt, man geht ja einfach mit dem Läppchen durch, von innen und von außen und schon ist das Ding wieder sauber. Außer natürlich jetzt, ich sag mal, da hinten drin, da kommt man ein bisschen schwieriger dran, aber bevor das richtig verdreckt, das dauert also ewig. Und wenn da ein paar Fettspritzer drankommen, da wird jetzt auch keiner bei tot bei umfallen. Also das ist auch nicht schlimm, wenn da ein paar Fettspritzer dran sind. Das ist ja nun mal ein Grill. Ne? Es macht also nicht wirklich viel. Sonst kann man von dem Aufbau eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Das Ganze lässt sich also eigentlich easy peasy innerhalb von 2-3 Minuten reinigen. Im Gegensatz zum Backofen, für den habe ich dann schon mal eine halbe Stunde oder noch länger gebraucht, wenn das da rumgespritzt hat. Hier spritzt es also echt absolut wenig. Ansonsten vom Bedienkonzept her ist auch noch ganz interessant. Man kann hier gar nichts einstellen, außer der Zeit. Das heißt, man kann hier keine Hitze einstellen, also keine Temperatur. Das Ding kann sich nur drehen und hier hat man so einen Timer. Der tickt und wenn es fertig ist, dann macht es einfach Bing und dann ist das Ding schon fertig. So einfach ist das Ding und auch so genial ist das Ding. Ja, und jetzt muss man das Ganze eigentlich nur noch mit dem Hähnchen oder Gyros, da kommen demnächst auch noch ein paar Rezepte, also sprich Gyros und auch Döner, wollte ich auch noch ein paar Rezepte machen. Im Prinzip muss man jetzt einfach nur das Hähnchen nehmen, das auf diesen Spieß drauf drapieren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da bin ich noch so ein bisschen, da kann ja einer mal in die Kommentare schreiben, ob er irgendwie eine geile, geeignete Methode hat, um die Ärmchen und die Beinchen da so ein wenig zu fixieren. Ich habe das Ganze jetzt einfach mit, nicht Nadel und Faden, aber mit Zwirnen gemacht. Ja, man kann das mit Sicherheit auch mit, ich weiß gar nicht, wie dieses andere komische Band heißt. Fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein. Dann wird das Ganze da drauf gesteckt. Das Ganze hat jetzt, keine Ahnung, das dauert 2-3 Minuten, das Ding da eben mit drauf zu tüddeln. Und dann streiche ich das Hähnchen einfach nur mit Öl ein. In diesem Fall habe ich Rapsöl genommen. Einfach ganz normal mit Pinsel eingepinselt. Und dann kommt nämlich der nächste Trick, das Gewürz. Und da bin ich gerade noch immer noch am Tüfteln dran, beziehungsweise es gibt oder es wird demnächst auch ein schönes Pommesman-Hähnchengewürz-Salz geben. Auch in dieser geilen Dose mit den geilen Aussteuern hier, wie die meisten das schon kennen, die das schon zu Hause haben. Ich bin noch gerade am Logo, deswegen dauert das jetzt gerade alles ein wenig länger. Dann wird es auch ein Hähnchengewürz geben, weil das ist nämlich auch etwas, woran ich sehr lange rumgetüftelt habe, da das passende Rezept oder die passende Rezepturmischung herauszufinden.
rauszufinden, weil das, man könnte das rein theoretisch auch mit Pommes Salz machen, mit meinem Rezept, aber das schmeckt nicht so ganz. Da fehlen so ein paar Gewürze. Wie gesagt, ich habe da viel rumexperimentiert und ich habe diesen Grill jetzt echt schon fast ein Jahr oder so und habe da immer noch mal weiter an der Rezeptur rumgebastelt, um sie zu perfektionieren. Dazu dann aber später mehr. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf Hähnchengewürz von mir habt. Dann kann ich euch da schon mal irgendwie vormerken. Und für nächstes Mal, wie gesagt, da guckt ihr auch noch ein Hähnchendöner, da kann man das Ding ja dann auch für gebrauchen. Ja, und das ist eigentlich der ganze Trick an der ganzen Geschichte. Das heißt, das ganze Hähnchen wird halt eben nur eingepinselt. Es wird dann mit Gewürz bewürzt. Dann wird das eingehangen. Klappe zu, Affe tot, einstellen. In diesem Fall mache ich das immer so, beim Hähnchen habe ich das jetzt immer gemacht, dass ich das auf 30 Minuten den Timer einstelle. Einfach vor sich hinlaufen lassen, da muss man auch jetzt wirklich kein Hexenwerk betreiben. Man muss einfach nichts machen, einfach nur warten. Ja, und wenn man gewartet hat nach 30 Minuten und es Bing macht, ja, dann kann man halt gucken, wie weit ist das Hähnchen. Ist es noch, sollte man es noch ein bisschen krosser haben und dann kann man nochmal 5 oder 10 Minuten dazugeben. Wie gesagt, es liegt ja auch daran, was für ein Hähnchen da man reinmacht. Das wird sich hinterher beim Döner, werde ich das auch nochmal austesten, wie lange das Ganze dauert. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr schon mal so ein leckeres Brathähnchen vom Hähnchenstand oder Händelstand oder so gegessen habt und sagt, ja, genau so muss ein Hähnchen schmecken, ja, genau so kriegt man das auch zu Hause hin. Und die Pommesfrau sagte schon, alter Schwede, das Ding ist einmal richtig saftig. Und von außen hat man die Kruste, die aller Kruste. Ja, wie gesagt, zum Saubermachen brauche ich nicht viel zu sagen. Das Ding ist echt nur rausnehmen, eben kurz in die Spülmaschine oder in die Spüle. Wir haben ja nicht mal eine Spülmaschine. Packst das da eben kurz rein, ausspülen. Hier einmal mit feuchten Läppchen durchgewischt. Und schon ist das Ding wieder einsatzbereit. Man glaubt es kaum. Saugt nicht zu und es braucht wahrscheinlich sogar auch weniger Energie. Ich weiß gar nicht, hat das Ding da irgendwo hier so... Wie viel Watt das Ding hier verbraucht? Steht da was drauf? 1500 Watt. Ja gut, das wird das Ganze wahrscheinlich genauso viel Watt verbrauchen wie halt eben im Backofen. Wobei der auch nicht komplett durchheizt, sondern der heizt immer auf die Spirale. Man sieht, dass die wird rot und dann kühlt sie sich wieder ab und dann wieder, also immer so intervallmäßig heizt das ganze Ding. Also wird er nicht durchgängig 1500 Watt verbrauchen. Mit dieser Klappe, also hier dieser Glasscheibe, ist der Vorteil noch A, dass die Hitze nicht so schnell verloren geht. Nach draußen hin, das heißt, es wird auch die Umgebungstemperatur bleibt relativ kühl und die Hitze bleibt verteilt sich besser in diesem ganzen Gehäuse, sage ich mal jetzt. Und das ist der Trick. Es gibt nämlich etwas, solche Geräte gibt es von verschiedenen Herstellern und einige, ja, da ist halt, die gibt es ohne Glasscheibe, die sind dann offen. Die finde ich, glaube ich, dann nicht so prickelnd, weil ja jedes Mal, wenn das Fleisch an der Heizspirale vorbeigeht und dann braucht es ja wieder, ich sag mal, eine Dreiviertelumdrehung, bis es wieder zur Heizspirale kommt, dann kühlt das Fleisch natürlich schon wieder ab und dann wird es wahrscheinlich einfach länger dauern, bis dann so ein Spieß oder ein Hähnchen oder ein Döner oder sonst was einfach fertig ist. Und das macht dann hier mit so einer Glasscheibe eigentlich ja, viel mehr Sinn und kostet einen Zehner mehr. Also irgendwie, die fangen an irgendwo bei 69 Euro so ungefähr und ab mit so einer Glasscheibe gibt es die dann so ab 89 um die 100 Euro rum. Dieser Hersteller heißt jetzt hier One Concept. Schaut in die Videobeschreibung. Ich habe euch da mal diverse Dinger verlinkt. Die kommen wahrscheinlich alle aus einem Werk, sind halt nur, sehen identisch aus. Steht ein anderer Name drauf, sind aber identisch von der Aufbau und von der Handhabung her. Ja, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, habe ich nicht gesponsert gekriegt, habe mir selber gekauft, habe ich selber ausgiebig jetzt getestet. Demnächst nochmal Hähnchen, Döner und ja, keine Ahnung, Gyros wollte ich auch noch mitmachen. Da bin ich auch noch ein bisschen rumexperimentieren. Und ja, Gewürz gibt es dann demnächst auch, sobald ich dann endlich jetzt hier aufgeben will. Dauert noch ein bisschen. Dann geht es dann damit weiter. Ihr kennt das. Wir sehen uns zum nächsten leckeren Video mit eventuell nicht dem sofort wieder, aber der kommt, der taucht nochmal auf, der Kollege. Und es lohnt sich auf jeden Fall, weil... Mua, lecker. Und tschüss, Christian.